Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Pickup-Folge. Und es sind wieder so einige Gameboy-Sachen in meine Sammlung reingekommen. Aber bevor wir mit den Pickups anfangen, möchte ich euch noch kurz darauf hinweisen, dass die zweite Auflage meines Buches Gameboy-Geheimtipps bei RetroGameCollectorHeaven.de bestellbar ist. Den Link packe ich euch natürlich unten in die Beschreibung rein. Nachdem die Erstauflage ja so wirklich sehr, sehr schnell ausverkauft war, haben wir uns jetzt dran gemacht und eine zweite Auflage gemacht. So ein paar kleinere Fehler wurden da drin korrigiert und könnt ihr dort jetzt bestellen. Ist ein kleines, nettes Büchlein, was ich geschrieben habe, wo ich ein paar Gameboy-Geheimtipps, ich weiß, wer hätte das bei diesem Titel gedacht, vorstelle. Ich präsentiere das immer so ein bisschen hier mit einem Coverart, mit einem Screenshot vom Spiel und ein bisschen Text als Beschreibung. Ihr könnt es euch im Prinzip so vorstellen, wie meine Was-taugt-Folgen, nur irgendwie im Buchformat. Das heißt, wenn ihr das bestellen wollt, geht ab zu Retro Game Collector Heaven, gibt es da exklusiv und bestellt euch das. So, aber jetzt genug zur schamlosen Eigenwerbung. Kommen wir zu den Pickups und da habe ich so eine ganz gemischte Kiste. Ich habe so einige neue Gameboy-Spiele, Module bei mir in die Sammlung reinbekommen. Ich habe ein wunderbares Geschenk, wo ich ganz geflasht war, bekommen. Und ich habe zwei Premium-Homebrew-Spiele. Wobei, also Premium-Homebrew-Spiele erkläre ich euch gleich. Das ist so ein bisschen ein selbstgeschöpfter Begriff von mir selber, wo ich einfach so Gameboy-Homebrew-Spiele bezeichne, die auch als physische Versionen erschienen sind. Aber fangen wir mal an mit einer Sache, die nur im Entferntesten was mit Gameboy zu tun hat. Und zwar den Game & Watch in der Zelda-Edition. Ja, ich habe ja damals, als der Game & Watch Super Mario Bros. Herauskam, habe ich mir den damals sofort bestellt. Ich glaube, der kostete so 60 Euro. Und im Prinzip ist das seit letzten Jahr oder vorletzten Jahr, wo der Super Mario Bros. Game & Watch rauskam, ja so ein bisschen so eine Aktion von Nintendo, wo sie diese alten Game & Watch Handhelds nehmen und da so ein paar moderne Sachen draufklatschen. Hier ist natürlich jetzt die Zelda-Spiele vom NES dabei und was ganz wichtig, was für mich ausschlaggebend war, mein geliebtes Link's Awakening vom Game Boy. Als es herauskam, 60 Euro, fand ich das aber ehrlich gesagt so ein bisschen teuer, weil schon beim Super Mario Bros. Habe ich irgendwie gemerkt, okay, das ist eine coole Sache zum Haben und zum Anschauen, aber so ernsthaft drauf spielen, das tut man denn dann doch nicht, weil das dann doch etwas zu unbequem ist. Da gibt es ja mittlerweile wirklich so viele Alternativen, womit man das einfach besser machen kann. Und deswegen war ich bei diesem Zelda Game & Watch schon durchaus etwas skeptisch. Soll ich es mir holen, soll ich es mir nicht holen? Aber jetzt kriegt man das mittlerweile auf Amazon so um die 35 bis 40 Euro. Das schwankt immer so ein bisschen. Und da dachte ich mir, okay, für den Preis schlägst du jetzt zu. Ich habe auch kurz mal das Gerät getestet. Ist wunderbar verarbeitet, der Display hat eine super Qualität, lässt sich so gesehen gut drauf spielen. Aber wie gesagt, so auf Dauer, ich weiß es nicht so unbedingt, ob es das wirklich Ware ist. Dann kommen wir zu den Gameboy Homebrews und zwar zuerst DMG Deals Damage. Das habe ich euch ja letzte Woche schon vorgestellt. Das ist von Ludoscience. Das ist ein Hersteller aus Frankreich. Den wollte ich mal testen. Der ist relativ neu auf dem Markt. Da könnt ihr euch auch das so zusammenstellen, wie ihr das möchtet. Also ihr könnt entweder hier zum Beispiel wirklich mit kompletter Verpackung, mit Anleitung und so weiter. Ihr könnt aber auch nur ein Modul bestellen oder nur die Packung. Das finde ich da ganz nett gemacht, dass man sich das wirklich so zusammenstellen kann, wie man das gerne hätte. Bei dem Modul kann man sich sogar aus zwei Varianten entscheiden. Einmal grau oder einmal transparent. Finde ich auch nicht verkehrt. Ja, grundsätzlich, ich habe es ja schon in dem Video letzte Woche ein bisschen gesagt, dass sie ist so ein bisschen geknickt. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass bei dem Falten oder Zurechtschneiden des Kartons nicht ganz sauber gearbeitet wurde. Ich weiß es natürlich nicht, ob das jetzt bei mir nur der Fall war oder halt allgemein das Problem besteht. Mich stört es jetzt nicht so unbedingt, aber will ich nur kurz erwähnen. Das Spiel an sich ist wunderbar. Das ist ein sehr kurzweiliger Action-Plattformer, wollte ich sagen. Also Action-Spiel, wo ihr ein Gameboy spielt und wo ihr die Hände unabhängig voneinander steuern könnt und da andere Handhelds schnappt und zerschmettern müsst. Macht sehr viel Spaß, würde ich euch, wie gesagt, das Video von letzter Woche empfehlen. Und das nächste Homebrew-Spiel ist Flutter oder Flutter.
wie man es ausspricht. Auch da habe ich schon ein Video gemacht, das ist ein Game Boy Color Homebrew. Das ist auch ganz nett gemacht und das macht ein Hersteller aus den Niederlanden. Es ist natürlich immer wichtig, woher das kommt, weil ihr kennt selber, wenn es irgendwie aus England kommt oder aus Amerika, dann muss man erst importiert werden, dann müsst ihr Zoll bezahlen, da sind die Versandkosten, da ist das exorbitant. Und wenn das hier quasi aus den Nachbarländern ist, ist doch wunderbar, da kann man auch unsere europäischen Nachbarn mit unterstützen und das ist hier auch wirklich sehr schön gemacht. Das ist von Ferrante Crafts. Ich hoffe, auch das spreche ich richtig aus. Und die haben auch immer mehr im Angebot, so richtig coole Spiele. Und da bin ich wirklich von der Qualität her sehr überzeugt. Flutter ist ein wunderbares, ganz, ganz simples Puzzlespiel für den Game Boy Color, wo ihr im Prinzip in 25 Zügen ein komplettes Feld mit einer Farbe füllen müsst. Das Problem ist allerdings nur, ihr fangt immer oben links an. Das ganze Spielfeld ist relativ zufällig, aber lösbar mit Farbblöcken verteilt. Und ihr könnt halt immer eine Farbe auswählen. Und je nachdem, welche Farbe ihr auswählt, die angrenzenden Blöcke werden dann auch mit dieser entsprechenden Farbe dann gefüllt. Und somit tastet ihr euch langsam dran, das Ganze, den ganzen Bildschirm auszufüllen. Ist ein bisschen blöd, jetzt so trocken zu erklären. Auch da würde ich auf mein Video verweisen. Wenn ihr das einmal seht, dann seht ihr das gleich, wie das funktioniert. Ist ein sehr schönes Puzzlespiel, was wirklich sehr suchterregend ist und wirklich immer Spaß macht, immer wieder neu anzufangen. Und das ist ja für mich ja immer so ein bisschen die Kernessenz eines guten Gameboy-Spiels. Simpel, simple Technik gerne, aber ein gutes Spielprinzip und das hat das auf jeden Fall. Und als letztes an so Gameboy-OVPs, nenne ich es mal, kommt das Geschenk dran. Und da war ich echt baff. Und zwar ist es das gute alte Quirk für den Gameboy in einem hervorragenden Zustand. Und da war ich ganz verwirrt, als ich das bekommen habe. Und zwar habe ich meinen Stream, wurde ich ja gefragt, was für OVPs ich noch so ungefähr suche. Ich habe dann gesagt, ja, also an OVPs hätte ich eigentlich ganz gerne die Spiele, die ich damals als Kind hatte. Und unter anderem Quirk fehlt mir zum Beispiel noch. Unten. Paar Tage später, ich sitze auf der Arbeit, kommt ein Paket und ich gucke da so drauf und ich war schon selber im Zweifel, dachte mir so, okay, ich habe doch nichts bestellt oder ist es jetzt schon so weit gekommen, dass ich vergessen habe, was zu bestellen und es trotzdem ein Paket bekommen habe und dann war da dieses Spiel drin und da hat diese nette Person, dessen Namen ich auf seinen Wunsch, auf den Wunsch der Person nicht nennen darf, mir das geschickt und ich war ganz geflasht und überrascht. Also das ist wirklich ein hervorragender Zustand. Quirk kennt ihr ja natürlich alle, das ist das Spiel mit der Tomate mit dem grünen Irokesenhaarschnitt. Schönes Puzzlespiel, oben drauf Sicht, wo ihr Weichen stellen müsst und Blöcke verschieben müsst, um halt zum Levelausgang zu kommen. Das Spiel sollte wirklich jedem bekannt sein, deswegen erkläre ich das jetzt nicht in der Tiefe. An dieser Stelle wirklich nochmal tausend Dank dafür. Hat mich wirklich tierisch, aber wirklich tierisch gefreut. Vielen Dank. Und dann habe ich noch mir ein paar normale Gameboy-Module gegönnt. 5 Stück sind es an der Zahl. Die gehe ich mit euch zusammen durch. Und dann haben wir schon fast die Pickups geschafft. Fangen wir an mit Lamborghini All-American Challenge oder American Challenge. Ist von Titus veröffentlicht worden, hatte ich schon so länger auf meiner Wunschliste, weil ich mir dachte, okay gut, ich habe schon so einige Spiele, da muss man jetzt auch mal so ein bisschen an die mittelguten Spiele ran, sage ich mal. Ist von Titus veröffentlicht worden, die haben ja durchaus so einige Scheißspiele. Ich habe hier für die Videoaufnahme mal kurz reingespielt, sieht ganz solide aus für ein Rennspiel. Ich habe da jetzt nicht viel erwartet und genau das wurde jetzt eigentlich geliefert. Grafik geht in Ordnung, das Geschwindigkeitsgefühl geht in Ordnung. Boah, es ist halt ein 0815 Rennspiel, was solide umgesetzt wurde. Also ich glaube, mehr kann man dazu echt nicht sagen. Danach habe ich als nächstes Tetris Blast. Ihr werdet es wahrscheinlich euch denken können, es ist eine Tetris-Variante. Da kommen jetzt natürlich, jetzt, wie der Name schon vermuten lässt, Bomben mit ins Spiel. Das heißt, ihr habt die klassischen Tetris-Blöcke und da sind Bomben drin. Und dann stapelt ihr das halt alles schön und irgendwann könnt ihr diese Bomben zünden. Und je mehr natürlich ihr Bomben auf einen Haufen positioniert habt, desto größer wird die Explosion und desto mehr Blöcke werden abgeräumt. Also es ist im Prinzip eine Variation von Tetris, wie es so wirklich viele, viele, viele gibt. Spielt sich ganz okay, aber ganz ehrlich, bisschen langweilig ist es schon und dieses Spielprinzip wurde damals wirklich ausgelutscht ohne Ende.
Aber das Spiel macht jetzt nichts falsch. Es ist jetzt kein schlechtes Spiel, es verdient auch den Namen Tetris, es ist einigermaßen wiedererkennbar. Nur mit Bomben. Das heißt, wenn ihr jemals Tetris gespielt habt und euch gedacht habt, hey, da fehlt Sprengstoff irgendwie, dann ist das Spiel genau das Richtige für euch. Als nächstes habe ich Super Off-Road. Und zwar habe ich mir das geholt, weil ich Super Off-Road auf den NES hoch und runter gespielt habe. Und das ist ein, ja, aus isometrischer Sicht auch ein Rennspiel, wo ihr aber die ganze Strecke seht. Und ihr flitzt dann halt mit so einem kleinen Auto lang. Und wie der Name es schon vermuten lässt, ist es natürlich eine, ja, Off-Road-Strecke, ne? Und da fährt ihr halt Runden, könnt natürlich ein paar Sachen einsammeln, wie irgendwie Boosts etc. Und als Waffen gibt es da nicht, es ist rein Geld und Boosts, was man einsammeln kann. Und zwischen den Runden könnt ihr halt euer Auto upgraden, ne? Auch da erwartet euch keine Überraschung, das sind natürlich die Reifen für mehr besseres Handling, Motor für mehr Leistung, Stoßdämpfer und so weiter, ne? Alles nichts Besonderes. Habe ich aber auf dem NES damals geliebt und hoch und runter gespielt. Dann dachte ich mir, hey, auch wenn das Spiel jetzt hier US-exklusiv, glaube ich, ist das Spiel erschienen ist, auf dem Game Boy könnte das durchaus gut sein. Aber beim Einspielen habe ich gemerkt, okay, auch da, dieses NES-Feeling kommt da natürlich nicht so rüber. Ist gut umgesetzt worden, aber könnte besser sein, aber vielleicht kann sich dieser Ersteindruck, wenn ich da mal einen Test drüber mache, vielleicht ändert der sich ja. Also das will ich jetzt gar nicht ausschließen. Als nächstes Spiel habe ich Street Racer. Da habe ich ja schon vor Urzeiten mal ein Testvideo gemacht zu der Super Nintendo Version. Und da dachte ich mir, okay, auf Super Nintendo war das ja ein ganz gutes Spiel. Also kommt natürlich nicht an Super Mario Kart dran. Also für die, die nicht wissen, was das Spiel ist. Es ist ein Kart-Racer wie Super Mario Kart, nur natürlich mit anderen Charakteren. Auch da gibt es Waffen, man fährt verschiedene Strecken ab. Man hat verschiedene Charaktere, also Karts, die man sich auswählen kann. Ist von Ubisoft damals gemacht worden. Ist ein sehr, sehr gutes Spiel auf dem Super Nintendo eigentlich gewesen. Auch wenn es, wie gesagt, meiner Meinung nach nicht an Super Mario Kart heranreicht. Dachte mir, hey, ein Kart-Racer auf den Game Boy könnte gut sein. Aber da hat Ubisoft damals anscheinend gesagt, nie. Also auch da mag sich vielleicht mein Ersteindruck ändern, aber was ich reingespielt habe, ihr seht es vielleicht an den eingeblendeten Spielszenen. Eieiei, ist das krümelig. Also das ist so unsauber und unübersichtlich von der Grafik her. Das Spielgefühl ist auch nicht so das Geilste. Man merkt wirklich so, dass es, ja, dass das Kart in der Mitte gelockt ist und man damit dann halt durch die Gegend fährt. Ich weiß, das macht Super Mario Kart auf Super Nintendo auch nicht viel anders, aber die verstehen es irgendwie besser zu kaschieren, dieses Gefühl. Und da hat man wirklich bei Street Racer wirklich dieses Gefühl, dass ich mit der Kart einfach nur die Strecke bewege und damit durchfahre. Ne? Wie gesagt, technisch machen das andere Spiele genauso, aber die vermögen das irgendwie besser irgendwie zu kaschieren. Auch da werde ich bei Zeiten irgendwann mal ein Testvideo für machen, aber so mein Ersteindruck war, das hätte man definitiv besser machen können. Und als letztes Gameboy-Spiel habe ich Tamagotchi. Tamagotchis hatten wir, glaube ich, in den 90ern alle. Das waren diese kleinen Geräte, wo wir so ein kleines virtuelles Lebewesen hatten und aufpeppeln konnten. Das konnte man dann füttern, man konnte mit dem spielen und so weiter. Und natürlich wurde es auch auf den Gameboy umgesetzt. Macht ja auch Sinn. Ist da, auch da habe ich reingespielt. Tamagotchi sind so ein paar kleine Minispiele mit drin, die mehr oder weniger gut ist. Also für ein Gameboy aufgebautes Tamagotchi. Ich weiß es nicht, was ich jetzt anders erwartet habe. Es steht halt drauf. Aber ja, Tamagotchi für den Gameboy. Und das waren auch schon meine Pickups. Ich hoffe, es hat euch gefallen, meine fantastischen Menschen da draußen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut. Tschüss.